Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battlefield 2042 Video und heute dreht sich alles um ein paar News der letzten Tage, die ich noch für euch zusammenfassen wollte, unter anderem zum Beispiel das Rang- und Level-System in Battlefield 2042. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy13 Gaming. Mein Name ist Sebastian und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Shooter wie Battlefield 2042. Wenn du hier zufällig reingeschneit bist und dir gefällt, was du siehst, würde ich mich freuen, wenn du mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei bleibst. Und in diesem Video habe ich ein paar Infos für euch zusammengefasst, die noch so im Netz herumschwirren und über die ich bisher in meinen Videos noch nicht gesprochen habe, die ich aber sehr interessant finde. Generell handelt es sich dabei um geleakte Informationen, also nichts Offizielles, nichts Bestätigtes. Kann auch durchaus sein, dass diese Features es nicht ins finale Spiel schaffen, aber sie waren auf jeden Fall im Build des Alpha Playtests und wurden von einem User Temporial geleakt durch Data Minings. Wenn dir also harte Fakten und nur offizielle News wichtig sind, dann bist du auf diesem Video hier falsch. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was der gute Mann für uns rausgefunden hat. Zuerst einmal hat er in den Spieldaten entdeckt, dass es Spielerränge geben wird. Das war zu erwarten, also ihr könnt selber hochleveln. Wie viele Ränge möglich sind, ist unbekannt bisher. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir hier ganz normale, grundlegende Player Progression sehen. Darüber hinaus gibt es aber auch Meisterschaftsränge für die einzelnen Spezialisten, für Waffen, für Gadgets und eure Fahrzeuge. Das heißt, wenn ihr super gerne Helikopterpilot seid, könnt ihr dafür den Meisterschaftsrang freischalten, wenn ihr entsprechend viele Erfahrungspunkte damit sammelt. Und das wiederum schaltet euch bestimmte Belohnungen frei, über die wir gleich sprechen werden. Außerdem wird es Veteranenabzeichen geben für bestimmte Spielmodi oder auch zum Beispiel das beste Squad im Team. Und auch Ribbons, wie man sie aus Battlefield 4 kennt, oder zu Deutsch Ehrenspangen, wer nennt das bitte so, werden in 2042 wieder am Start sein. Würde mich allerdings auch wundern, wenn man nicht, wie von Battlefield gewohnt, das Ganze deaktivieren könnte, damit es nicht zu viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt und eventuell die Sicht versperrt. Das heißt, wir werden genug Möglichkeiten haben, um zu zeigen, wie gut wir sind und wie lange wir schon Battlefield spielen. Und klar, eigentlich ist es ausreichend, wenn man für sich weiß, dass man das Potenzial dieser bestimmten Waffe oder jenes bestimmten Fahrzeuges voll ausgeschöpft hat, aber es ist trotzdem schön, wenn man das auch der Welt zeigen kann. Also ich persönlich bin ein Fan davon, wenn sich bestimmte Errungenschaften auch optisch widerspiegeln. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch einfach Standard in praktisch jedem Multiplayer-Game. Ganz viele andere Ableger wie zum Beispiel Apex, Call of Duty, aber auch kompetitiv orientierte Spiele wie CSGO haben ja bereits gezeigt, wie man das wirklich ordentlich und gut umsetzen kann, sodass die Spieler eine zusätzliche Motivation haben, das Spiel einzuschalten, als einfach nur reines Gameplay. Und da kommen wir dann auch wunderbar rüber zu den Belohnungen, die euch für die Meisterschaftsränge erwarten. Denn auch dazu hat Temporial in den Spieldaten Informationen gefunden. So bekommt ihr zum Beispiel für die Meisterschaftsränge der Spezialisten ganz bestimmte Soldatensets, also ein bestimmtes kosmetisches Meisterschaftsskin für den jeweiligen Spezialisten. Eine interessante Info, die er in diesem Zusammenhang auch veröffentlicht hat, ist, dass ihr freischaltbare Items tracken könnt und euch so auf dem Scoreboard anzeigen lassen könnt, was ihr noch dafür erledigen müsst, also wie viele Kills euch zum Beispiel noch fehlen oder wie viele Teammitglieder ihr zum Beispiel noch heilen müsst, um den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft zu absolvieren. Und ich glaube, das ist eine Änderung, die gerade für Battlefield 5 Spieler Musik in ihren Ohren ist, weil ich glaube, es war wirklich jeder genervt davon, dass ihr für das Abschließen von erledigten Aufträgen und das Einsammeln neuer Aufträge jedes Mal aus der Lobby musstet, um so wieder 4 weitere Herausforderungen anzunehmen. Super nervig in Battlefield 5 und ich bin froh, dass sie das hier für 2042 anscheinend geändert haben. Generell scheinen die Belohnungen für die Player Progression auch Cosmetics zu sein, zumindest nach den Angaben von Temporial. Für jemanden wie mich, der ein Sucker for Cosmetics ist, also jemand, der sich immer freut, wenn er was freischalten kann, was sich in-game dann auch reflektiert, für den ist es natürlich ein toller Anreiz, alles so gut wie möglich auszubauen und zu erspielen. Und ich denke auch, dass das einer der großen Unterschiede von Battlefield 2042 im Vergleich zu allen bisherigen Battlefields ist. Ich denke, dass wir mit 2042 hier einen enormen Fokus auf Skins und Cosmetics haben werden, wie man ja bereits am Battle Pass und dem angekündigten Ingame-Shop und sowohl jetzt auch an der Player-Progression erkennen kann. In diesem Punkt wird Battlefield wohl definitiv einen großen Schritt in Richtung Call of Duty und anderer Genrevertreter machen.
Ich persönlich freue mich drauf, ich finde das Modell an sich gut, solange man zumindest immer noch einiges freispielen kann, ohne bares und hartes Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und das scheint hier ja, wenn man den Leaks glauben kann, der Fall zu sein. In welchem Verhältnis jedoch Echtgeld-Cosmetics zu erspielbaren Cosmetics stehen, das bleibt natürlich abzuwarten und werden wir erst ab dem Release beurteilen können. Ich hoffe, dass da EA nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Eine weitere Frage, die Temporial in seinen Kommentaren beantwortet hat, fand ich recht interessant. Denn ein User hatte gefragt, ob es Hinweise auf selbst erstellte Embleme gibt, so wie in Battlefield 4. Temporial geht allerdings nicht davon aus, dass wir das in 2042 wiedersehen werden, aber er weist darauf hin, dass es noch mehr Personalisierungsoptionen geben soll, wie zum Beispiel Player Cards, also Spielerkarten, wie man sie ja auch zum Beispiel aus COD bereits kennt. Und ich hoffe, dass sie auch in Battlefield animiert sind, das fand ich eigentlich immer ziemlich schick. Eine weitere Frage, die ich ganz interessant fand, war, ob Dogtags wieder eine größere Rolle spielen werden in 2042. Und Temporal meinte, dass es zumindest in der Belohnungssektion ein Widget für gestohlene Dogtags gibt. Wer bei den Trailern genau aufgepasst hat, hat das ja bereits gesehen, dass Espinosa hier ein Dogtag von einem gegnerischen Soldaten entreißt. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal die Info, dass es anscheinend auch in den Gamefiles sein wird. Finde ich gut, denn gestohlene Dogtags waren immer schon so ein Battlefield-Ding und ich finde super, dass das in 2042 wieder im großen Stil zurückkommt. Diesmal halt mit Third-Person-Finishern. Auch ein Thema, über das ich in meinem letzten Video bereits gesprochen habe. Falls ihr das verpasst haben solltet, schaut doch nochmal hier rechts oben ins Bild. Dort habe ich euch das Video verlinkt oder auch unten in der Videobeschreibung. Also schaut gerne mal rein und lasst mir eure Meinung zu den Third-Person-Finishern da. Auch würde mich eure Meinung zu den Cosmetics interessieren, also ist so ein Belohnungssystem, wie ich es hier vorgestellt habe, genau das Richtige für euch oder interessiert euch das überhaupt nicht? Seid ihr bei Battlefield eigentlich nur fürs Gameplay da und findet den ganzen Schnickschnack drumherum eigentlich eher störend? Schreibt mir das in die Kommentare, eure Meinung dazu interessiert mich brennend. Und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass es auch nicht das letzte Mal ist, dass wir uns über dieses Thema oder generell sich die Community sich über dieses Thema unterhalten wird. Denn ich denke, Monetarisierung, Skins und ob es Battlefield 2042 gut getan hat, diesen Weg zu gehen, das wird eine Diskussion sein, die noch sehr häufig geführt wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn EA ist ja doch leider dafür bekannt, eher auf den eigenen Geldbeutel zu achten als auf den der Spielerschaft. Und ich habe auch immer wieder bei euch rausgehört, dass sich sehr viele davor fürchten, dass Battlefield in Richtung COD und Fortnite abdriftet. Gerade unrealistische Skins und bunte und poppige Skins sind absolut unerwünscht. Ich bin gespannt, ob EA diesen Weg gehen wird, wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Eure Meinung dazu wird mich auch interessieren, deswegen werde ich drüben auf Twitter eine Umfrage starten. Das heißt, wenn ihr das Video innerhalb der ersten Woche nach der Veröffentlichung seht, schaut doch gerne mal drüben auf Twitter bei mir vorbei. Den Link seht ihr hier eingeblendet oder auch unten in der Videobeschreibung und nehmt an der Umfrage teil. Würde mich interessieren, wie das Ergebnis jetzt vor dem Release und auch danach ist, wo ich nochmal eine Umfrage starten werde. Ansonsten war es das aber für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Content rund um Battlefield 2042 hier auf meinem Kanal, dann bleibt doch gerne mit einem Abo mit dabei. Aktiviert die Glocke und vergesst auf gar keinen Fall, die Glocke auf alle zu stellen, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich mein nächstes Video hochlade. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.